Hallo, ich bin die Eva, ich bin 27 Jahre alt, mache eine Ausbildung zur Orthopädie-Schuhmacherin und bin derzeit im vierten und letzten Lehrjahr. Als Orthopädie-Schuhmacherin ist man die Schnittstelle zwischen Arzt und Patient bzw. Kunde. Das heißt, wenn der Kunde mit seinem Rezept zu uns kommt, dann prüfen wir, was auf dem Rezept steht, ob der Versorgungsfall dementsprechend vorliegt und dann wird überlegt, was gemacht wird. Inzwischen wird die Versorgung am Kunden nicht nur manuell gemacht, sondern auch im 3D-Scan-Verfahren. Das heißt, die Füße werden gescannt, dann wird im Computerprogramm eine Einlage konstruiert, an die Fräse geschickt. Natürlich geht im 3D-Verfahren alles viel schneller, nur den letzten Feinschliff, den muss man noch von Hand machen. Als Orthopädie-Schuhmacherin muss man natürlich auch ein bisschen handwerkliches Geschick mitbringen, weil man Maßschuhe baut, Konfektionsschuhe zurichtet. Das heißt, Schuhe, die man im Laden kauft, werden an die medizinische Versorgung angepasst. In meiner Ausbildung wird mir auch das anatomische und medizinische Wissen von bestimmten Krankheitsbildern beigebracht. Neben dem medizinischen und handwerklichen Wissen sollte man auch keine Scheu vor Kundenkontakt haben, da wir sie täglich beraten. In meiner Ausbildung gefällt mir, dass ich jeden Tag mit Materialien arbeite, dadurch ein haptisches Erlebnis habe, am Ende des Tages gesehen habe, was ich mache und natürlich auch die Lebensqualität von Menschen dadurch erheblich steigern kann, dass sie dann am Ende vom Tag mit einem Lächeln bei uns zur Haustür rauslaufen und ich dadurch dann auch natürlich einen maßgeblichen Teil zur Gesellschaft beitragen kann. Vor meiner jetzigen Ausbildung habe ich eine Ausbildung zur Grafikdesignerin gemacht mit Fachhochschulreife, habe dann aber feststellen müssen, dass ich lieber was Handwerkliches machen will, als den ganzen Tag vorm Computer zu sitzen. Es gibt natürlich nach der Ausbildung dann auch die Möglichkeit, dass man sich spezialisiert, das heißt, man arbeitet nur in der Werkstatt oder macht nur Kundenbetreuung oder Einlagenbau. Dann gibt es auch noch den Schaftbau, auf den man sich spezialisieren kann. Oder man macht dann einfach den Meister und bildet weitere Orthopädie-Schuhmacher aus. Die Ausbildung zur Orthopädie-Schuhmacherin ist sehr abwechslungsreich und vielfältig. Dadurch, dass man das medizinische Grundwissen beigebracht bekommt, den Umgang mit Kunden und das handwerkliche Geschick. Dadurch ist jeder Tag auch ein bisschen anders und eine Herausforderung. Mir persönlich macht es mega Spaß und ich würde sie jedem nur ans Herz legen. Bewerbt euch!